Gustav. Hallo Daniel. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammen in Dubai vor eurem Auto sitzen von Mission Possible. Du hattest gerade schon die Möglichkeit, diese wundervolle Strecke bei wundervollem Wetter zu befahren. Wie war das für dich heute? War ganz spaßig. Wir sind weggeflogen bei minus 5 Grad aus Österreich. Jetzt haben wir bloß, keine Ahnung, 26. Die Strecke ist toll vom Asphalt, vom Layout. War geil, perfekt. Okay, wenn du sagst, es war geil, es war perfekt, nehme ich an, das Auto hat dir auch Spaß gemacht? Total. Wir kennen das Auto ja von Zandvoort. Hat richtig Spaß gemacht. Wir wissen jetzt auch, wie viel Sprit wir aus dem Tank fahren können. Ja? Das wissen wir ganz genau, weil ich da mit dem Abschlepper reingefahren bin. Das wollten wir noch checken oder eher nicht. Ja? Alles gut. Fühlen uns wohl. Also ich fühle mich wohl im Auto. Das Auto fühlt sich vielleicht mit mir auch wohl. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist alles gut jetzt. Ich glaube, das ist immer so eine Symbiose aus beiden Sachen. Das Auto fühlt sich gut mit dir und du mit dem Auto. Eine ganz interessante Sache ist wahrscheinlich, wie fahrt ihr in dem Auto überhaupt? Kannst du das ganz kurz erklären? Prinzip ist ganz einfach. Für uns ist es ganz einfach. Wir haben ein Handgerät verbaut, das mit der rechten Hand zum Bedienen ist. Das heißt, die rechte Hand dreht, geben wir Gas und wir schieben den gesamten Hebel nach vorne zum Bremsen. Die linke Hand lenkt und Schaltung haben wir mit der Schaltung haben wir nichts zu tun, weil wir im Automatikmodus fahren, was wohl ein gravierender Nachteil hier ist, weil wir selten in den Kurven den richtigen Gang haben. Das heißt, dadurch Zeit verlieren. Aber gut, das müssen wir in Kauf nehmen. Jetzt habe ich gehört, du bist ja ganz und gar ein ganz, ganz großer Car-Maniac. Es gibt eine Geschichte mit, ich glaube, es waren Wanderstöcke, die du benutzt, um andere Autos zu fahren. Ist das richtig? Nein, ich hab noch nie was gehört davon. Nee. Alles klar. Ich verwende generell nur zertifizierte Umbauten, um Fahrzeuge jeder Art zu bewegen. Also das ist ein Gerücht. Okay, das schneiden wir also im Zweifelsfall auch raus oder nehmen das für die Outtakes? Aber eine ganz andere Frage ist natürlich, wie kommst du dazu oder wie kommt ihr auf die Idee, Motorsport zu machen und wie kommt ihr auf die Idee, 24 Stunden Langstreckenrennen zu fahren? Ja gut, da müssen wir jetzt ein bisschen ausholen. Ja. Ich habe Motorsport gemacht vor meinem Unfall, Motorradrennen und habe dann festgestellt, bereits auf den Intensivstationen in der Reha, dass so ein kleiner Virus steckt. Ja. Nach der Reha haben wir dann begonnen mit verschiedenen Sachen, Rennkarts, Quadrennen und Zeugs, bis ich dann einen Unfall hatte mit dem Kart, ich mich überschlagen habe und da meine damalige Frau sagte, nö, das ist zu gefährlich. Ja. Ich sage, gut, dann müssen wir einen Tourenwagen checken, ja, weil im Tourenwagen ein Dach drüber ist. Dann habe ich begonnen in der österreichischen BMW Challenge und unser primäres Ziel war eigentlich zu sehen, ob wir technisch das Ding so bauen können, dass ich einigermaßen konkurrenzfähig fahren kann damit. Das haben wir 2-3 Jahre gemacht. Ich war dann in Monza Dritter, im Brünning Qualifying bereits auf P2. Es hat funktioniert. Und dann habe ich getroffen den Rainer Küschall in Monza, der auch Rennen fährt mit Sportwagen und maßgeblich die Welt der Rollstühle verändert hat in den letzten 30 Jahren. Und da haben wir gesagt, naja, wäre eigentlich mal eine spaßige Geschichte, ein Langstreckenrennen zu machen, wo nur Leute im Rollstuhl dabei sind. Daraus haben wir dann die Mission Possible kreiert und haben gesagt, schauen wir mal. Ja. Haben dann letztes Jahr im Mai den ersten Einsatz gehabt in Zandvoort beim 12-Stunden-Rennen mit 4 Leuten im Rollstuhl, der Mike Smith aus Holland, Marc Tilger aus Deutschland, Marek Wischniewski aus Polen und mir. Und der nächste Step war für uns logisch, wir wollen in Dubai starten beim 24-Stunden-Rennen, weil 12 Stunden ist ja was für kleine Mädchen jetzt mittlerweile. Und darum sind wir jetzt hier. Wir haben wieder 4 Leute am Start. Mike aus Holland, der Marc aus Deutschland, Matt Speakman aus Australien und ich. Und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und das Wichtigste dran ist, man muss sich ja irgendwo Ziele setzen. Ja? Oder einfach verbeißen in eine Geschichte. Und das, was wir jetzt hier machen, gab es noch nie weltweit. Ja? Es war noch nie ein Team am Start aus lauter Rollstuhlfahrern und World Premiere. Schauen wir mal, wie es funktioniert. Ne? Ja, du sagst das ganz einfach, World Premiere, das ist ganz, ganz großartig. Das hat auch ganz großen Anklang gefunden bei der Pressekonferenz gestern von Hankook. Wenn du sagst,
Natürlich ist es eine Challenge, es ist eine Herausforderung. Dubai, ich weiß, dass du auch schon die RCN auf der Nordschleife gefahren bist bei Sorg-Rennsport. Ist oder wären die 24 Stunden Nürburgring auch mal ein Ziel für dich? Ist das was, was du auch noch unbedingt mal machen möchtest? Na ja, grundsätzlich ja. Ja. Ich bin ein bisschen ein Schisser, also wenn jetzt viel Verkehr ist, habe ich Angst. Nein, Blödsinn, ja, wär ein Thema. Ja. Aber jetzt wollen wir uns mal fokussieren darauf, dass wir hier in Dubai ein für uns anständiges Ergebnis abliefern und dann schauen wir weiter. Also da wir uns in den nächsten Tagen sicherlich nochmal sprechen und sehen werden, wünsche ich dir erstmal bis hierhin viel, viel Spaß. Freue mich, dass du einen großartigen Tag heute im Auto hattest und freue mich heute Abend auf den Welcome-Abend beim Barbecue und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich habe auch schon Hunger. Tschüss.